Weihnachten ist Familienzeit, zusammenrücken, Kerzenschein. Ein besonderer Duft und natürlich Musik. Damit hallo und herzlich willkommen. Ich lade Sie ein zu dem besten Weihnachtssitz aller Zeiten mit meiner persönlichen Hitliste. Weihnachten umgibt jedes Jahr ein ganz besonderer Zauber und das liegt ganz sicher an den vielen Erinnerungen, die jeder in sich trägt. Solange meine Mutter noch lebte, war das Fest in der alten Heimat Nordhorn für mich Gesetz. Bei Muttern schmeckt es eben doch am besten. Ich denke da an Zitronencreme mit Sahne, Schokolade auf dem Weihnachtsteller. Und bei mir Süßmaul ist da immer so eine Hand unterwegs gewesen. Deshalb sage ich gerne, ich kam als Bernhard Brink und ging als Bernhard Kallmund. Die Kilos kommen und gehen, eines aber bleibt unverändert. Jedes Jahr kommen neue Weihnachtsalben in die Läden und Streamingdienste. Klassiker werden neu aufgelegt, Evergreens schaffen es Jahr für Jahr in die Charts. Und immer wieder gibt es neue musikalische Perlen. Und davon habe ich heute eine ganze Menge und sehr abwechslungsreiche im Gepäck. Vor vielen Jahren hatte ich das Vergnügen, mit dem inzwischen verstorbenen, großartigen Karl Gott eine Tournee zu bestreiten. Mich begeisterte schon damals seine einmalige Stimme, auch seine Ausstrahlung und seine Kollegialität suchten ihresgleichen. Ob New York, Moskau, Las Vegas, Rio oder Tokio, Karel Gott war überall gefragt und ein echter Weltstar. Bei all dem Rummel blieb er doch Prager mit Herz und Seele. Dazu war er der größte Devisenbringer der CSSR. Aber er erzählte auch mal, dass er vor jeder Reise in die DDR oder BRD zusammen mit seinem Vater das ganze Auto auseinandergenommen hat. Warum? Er hatte schlichtweg Angst, dass ihm jemand etwas unterjubeln wollte und er dann an der Grenze verhaftet wird. Ja, für mich unvorstellbar. Einer seiner Weihnachtshits in dieser Nacht. Hier ist Karel Gott. In dieser Nacht strahlen alle Sterne helle. In dieser Nacht wurde Jesus geboren. Lang war die Welt voll Sünde, Leid und Fehler, bis er erschien und die Hoffnung begann. Ein Hoffnungsstrahl erhält die müde Erde, ein neuer Tag erwacht im Strahlenglanz. Christus kam.
hoffe, dass ich Sie gut auf Weihnachten einstimmen konnte und sage Danke fürs Zusehen und Zuhören. Gebührend möchte ich mich von Ihnen verabschieden mit Ave Maria. Gesungen von großartigen Stimmen Helena Wondratschkowa, Hans-Jürgen Bayer und Eva-Maria Pickert. Ich wünsche beschauliche, friedvolle und vor allem gesunde Feiertage und bleibe Ihr und Euer Bernhard Brink. In who?